Hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video soll es um die aktive Vertriebspartnergewinnung gehen. Es soll darum gehen, wie du Menschen, die du noch nicht kennst, ja über Social Media sponsern kannst. Bevor wir darauf eingehen, ich möchte heute hier über die Stufe 2 sprechen, Vertrauen aufbauen und das eigentliche Gespräch. Will ich aber noch mal ganz kurz den Ablauf skizzieren, wie du ja Menschen ja über Social Media eben sponsern kannst. Wir haben in der ersten Stufe, ich sag mal, das Interesse wecken, ja, das kannst du machen über eine Werbeanzeige. Du kannst aber auch dir direkt Menschen raussuchen, mit denen du in Verbindung treten willst. Das kannst du dann über Gruppen machen, über dein eigenes Netzwerk, ja, und dann eben mit diesen Menschen dich connecten und dann im zweiten Step dann eben Vertrauen aufbauen, das Gespräch an und für sich führen, vielleicht auch zu einem Skype-Call einladen, wie auch immer. Und dann in der Stufe 3 geht es dann darum, der Person das Angebot zu zeigen in Form, entweder indem du eine Videopräsentation versendest, die Person auf ein Webinar einlädst oder ja, sie weiterleitest auf deine Landingpage, um dann dort eben die E-Mail-Adresse oder die Kontaktdaten der Person zu generieren und sie dann quasi in Stufe 4 über E-Mail-Marketing zum Beispiel ja, zu informieren und ein Follow-up zu betreiben. Und in der Stufe 5 haben wir dann eben den Abschluss. Ja, und wenn der Abschluss uns nicht gelingt, das heißt, wenn die Person bei dir jetzt nicht einsteigt, Gründe lassen wir mal außen vor, dann brauchst du eben ein gutes Wiedervorlagesystem, dass du die Person ja immer wieder mal kontaktierst. Oder wie gesagt, wenn du es halt in Stufe 4 per E-Mail-Marketing machst, umso besser, weil dann hast du das Ganze auch dementsprechend schon ein Stück weit automatisiert. Gut, aber jetzt, wie sollte denn so ein Gespräch ablaufen? Weil es soll heute nicht um das Thema Advertising gehen, Werbeanzeigen, darum geht es heute nicht, sondern es geht speziell um diese zweite Stufe. Wie soll es im Gespräch denn eigentlich ablaufen? Und ich sage dir jetzt einfach mal, wie man es aus meiner Sicht nicht machen sollte. Es gibt immer so zwei Lager, die ich da höre. Ja? Die einen sagen, ja, man muss erst Vertrauen aufbauen. Ja, ich kürze das Ganze jetzt ab, hin und her schreiben, bis die Person halt irgendwann zu dir sagt, ja, was machst du denn beruflich genau? Und dann eben ja, einen Link versenden zur Videopräsentation oder zum Webinar, wie auch immer. Und dann gibt es die andere Variante, die einfach sofort auf den Punkt kommen, die schreiben dich kurz an und da ist schon der Link in der Nachricht drin zur Geschäftspräsentation. Und ich bin kein Fan von beiden, ja, sondern ich bin Fan vom Mittelweg und ich möchte dir auch sagen, warum. Überleg dir mal, du hast jetzt jemanden in der Gruppe gesehen, ja, der hat einen Kommentar geschrieben oder du warst auf dem Profil und hast dir das Profil angeschaut und hast für dich gedacht, hey, toller Typ, tolle Frau, wie auch immer, könnte ich in meinem Unternehmen gebrauchen. So, jetzt nimmst du Kontakt zu der Person auf und ja, bei mir passiert es relativ häufig. Ich weiß schon am Anschreiben, wenn mich eine Person anschreibt, zu 80%, ja, dass jetzt demnächst dann irgendwie auf das Angebot geleitet wird. Und wenn du nicht drauf eingehst, dann merkst du, wie die Leute immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, ungeduldiger werden. Ja, so, das zeigt mir aber, dass es nie, also das Interesse ist oft nicht ehrlich. Ja, und wenn es bei dir so ist, ja, dass du es ehrlich meinst, alles gut, ja, dann ist es schön, wenn du mit der Person weiter dich unterhältst und auch wirklich auch dann wartest, bis die Person dann zu dir sagt, was machst du denn eigentlich beruflich? Wenn es dir aber so geht wie den meisten, dann lass es einfach, ja, weil es ist einfach ehrlich gesagt, du raubst anderen Menschen die Zeit, ja, und du kommst selber nicht zum Punkt und ich empfehle da einfach immer einen Mittelweg zu gehen, indem du einfach hergehst und sagst, hey, du hast ein tolles Profil, ich würde mich gerne mit dir connecten, lass uns doch mal kurz austauschen. So, und wenn dann wenn dann die Vernetzung geklappt hat, ja, dann geh doch einfach her, wenn es ein geschäftlicher Grund ist, dann kommuniziert es auch so, ja, und täusch nicht irgendein Interesse vor, was gar nicht da ist, sondern dann komm auf den Punkt und sag, du, hör zu, warum ich dein Profil mir angeschaut habe, hat einfach folgenden Grund, und zwar, ich bin für eine große deutsche Firma tätig, ich bin für einen internationalen Konzern tätig, was auch immer da dein Thema ist, und du suchst noch fünf, sechs Leute, die ja,
die dieses Jahr entweder neben- oder hauptberuflich ein Einkommen von x Euro aufbauen wollen. Und dann stelle einfach die Frage, macht es Sinn, dass wir uns über dieses Thema mal drüber unterhalten? Ja, kein Link rein, nichts, sondern einfach nur sagen, was du wirklich willst. Weil was macht denn der Gegenüber? Wenn du heute angeschrieben wirst oder wenn ich angeschrieben werde oder wenn irgendjemand anders angeschrieben wird, dann fragt sich doch die Person im ersten Schritt einmal, was will der eigentlich von mir? Ja, warum schreibt der mich an? Warum will der sich mit mir vernetzen? Kenne ich den? Ist mir irgendwas entgangen? Was will die Person von mir? Und deswegen solltest du da dann auch auf den Punkt kommen und relativ schnell da auch für Klarheit sorgen. Weil ich gebe dir nächstes Beispiel. Stell dir einfach mal vor, es wäre doch, oder aus meiner Sicht wäre es doch viel besser, wenn du eine Person anschreibst und zum Beispiel du hast eine gewisse Zielgruppe, weil du sagst, oh, die Menschen wollen oder dein Produkt ist abnehmen oder du suchst Kooperationspartner, zum Beispiel in der Finanzdienstleistung oder wie auch immer, ja? So, und wenn du jetzt zum Beispiel in einer Gruppe bist, wo lauter Finanzdienstleister drin sind, dann wär's doch viel sinnvoller, ja, wenn du die Person anschreibst, dich mit ihr vernetzt und dann zu ihr sagst, hey, du, wir kennen uns noch nicht persönlich, aber ich habe gesehen, du bist Finanzdienstleister, ich arbeite mit sehr vielen Finanzdienstleistern zusammen und zeige denen, wie sie zusätzlich zu ihrem Spezialgebiet noch Geld dazu verdienen können, ja, ohne dass sie einen großartigen zeitlichen Mehraufwand haben. Macht Sinn, dass wir uns da mal drüber unterhalten. Ja, und wenn die Person sagt, ja, es macht Sinn, dann hast du auch einen Interessenten vor dir sitzen, der wirklich auch mal zuhört. Ja, sagt da jeder ja? Sicherlich nicht, ja, aber es spart dir einfach viel Zeit, es ist ehrlicher, ja, und du kommst halt auch schneller zu einem Ergebnis, sei es ja oder nein. Und entweder die Person arbeitet mit dir zusammen, Abschluss, okay, und wenn nicht, dann kannst du ja immer wieder mal später, wenn du deine Wiedervorlage beherrschst, einfach mit der Person ja in Kontakt treten. So, und das ist eben halt aus meiner Sicht viel besser, weil du musst dich dann auch nicht verstellen, ja. Natürlich, wenn du Fragen an die Leute hast, die wirklich ernst gemeint sind, dann mach das auch, ja. Da spricht ja nichts dagegen. Vertrauen und Sympathie, das gehört zu unserem Geschäft dazu. Wenn du aber eine Person aufgrund eines geschäftlichen Vorschlags ansprechen willst, dann mach das, ja. Und nicht gleich mit Link etc., sondern wie gesagt in einem vernünftigen Tempo, ja, aber nicht einfach irgendwelche Fragen, die dir deine Ablein vorgegeben hat, dann runterrasseln und dann, wenn du 10 Fragen gestellt hast, dann quasi mit der Keule um die Ecke kommen. Das ist doch Quatsch. Ja, auf der anderen Seite sitzen ja erwachsene Menschen und dementsprechend so sollten wir auch dann da miteinander umgehen. Also, das ist mein Tipp zu diesem Thema, wie du Menschen, die du noch nicht kennst, in Social Media sponsern kannst. Ich hoffe, das Ganze war für dich hilfreich. Wenn dem so ist, Daumen hoch, teils gerne mit deinem Netzwerk. Falls du mit uns durchstarten möchtest, findest du auch unterhalb des Videos alle weiteren Informationen. Ja, und in diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Alles, alles Gute, maximalen Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.